Bayer 04 Leverkusen empfängt in der heimischen Bayer Arena den Zweitligisten SC Paderborn im DFB-Pokal Achtelfinale. Ich war im Stadion und das ist mein Stadionbericht. Das Spiel beginnt um 18 Uhr in Leverkusen. Jeder, der aus der Umgebung kommt, kennt das Leverkusener Kreuz, die A3. Es war unfassbar voll. Normalerweise brauche ich eine halbe Stunde. Ich habe anderthalb Stunden bis zum Parkplatz gebraucht. Mit dem Pendelbus dann zum Stadion, dann nochmal jede Menge Stau und quasi 5 Minuten vor Spielbeginn erst im Stadion, obwohl ich anderthalb Stunden vorher da sein wollte. Was für mich direkt sichtbar war, dass unter anderem die aktive Fanszene von Paderborn anscheinend ebenfalls im Stau stand und deutlich zu spät kam. Doch insgesamt muss man sagen, dass das Stadion bei weitem nicht ausverkauft war. Also ich habe mal eine Stunde vor Spielbeginn geguckt und ich konnte noch reinkaufen. Angeblich war das Stadion ausverkauft. Das stimmt jedoch nicht, aber das machen viele Stadien mittlerweile. Ich weiß auch nicht, was das für eine Krankheit ist. Bereits vor dem Spiel machten beide Fanlager dann richtig gut Stimmung. Die Paderborn-Fans auch ohne aktive Fanszene richtig laut und richtig gut im ganzen Stadion hörbar. Die Aufstellung seht ihr natürlich wie immer hier. Leverkusen rotiert mal wieder groß durch. 5 Wechsel, Kovar, Hinkapi, Adli, Stanisic und auch dazu Andrich. Es ist also mal wieder eine andere Mannschaft. Es sind mal wieder einige raus, unter anderem Hofmann und Tah. Und auch Paderborn wechselt 3-mal im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Hannover. Und mit Beginn der Partie zeigt sich eigentlich das zu erwartende Bild. Leverkusen, klar, die dominierende Mannschaft. Paderborn steht relativ tief hinten drin und versucht immer in Unschaltsituationen zu kommen und möglichst schnell dann das Mittelfeld zu überbrücken. Mit dem Eintreffen der aktiven Fanszene von Paderborn wird der Gästeblock auch nochmal lauter und das wollte sich auch im Laufe des Spieles zeigen, egal wie es stand, der Gästeblock war richtig gut drauf, richtig geile Stimmung, Paderborn, Respekt, habe ich so nicht erwartet, das war mega stark, das hat richtig Bock gemacht. Leverkusen versucht relativ schnell auch das 1:0 zu machen, hat jedoch so in den ersten 10, 12 Minuten keine großartige Chance. Doch in der 12. Minute ist es dann Florian Wirtz, der den Pass auf Stanisic setzen kann, der mit der Flanke in die Mitte und Boniface muss den Fuß einfach nur noch hinhalten. 12. Minute 1:0 für Bayer Leverkusen. Kurz nach dem 1:0 muss sich Leverkusen dann das erste Mal Sorgen machen, denn Frimpong liegt auf dem Boden, muss behandelt werden, kann jedoch zum Glück weiterspielen. Kurz darauf liegt der Paderborner Maximilian Rohr auf dem Boden, spielt dann nochmal 2 Minuten weiter, muss dann jedoch ausgewechselt werden, verletzt. Gute Besserung natürlich an dieser Stelle. Leverkusen geht das ganze Spiel insbesondere in der ersten Halbzeit sehr bedacht an. Das bedeutet, man geht relativ ruhig an die Sache. Man versucht, keine Überschusshandlungen zu machen. Man möchte nicht nachlässig hinten wirken. Man hat immer mal wieder hinten leichte Gefahr. Aber Paderborn kommt insbesondere in der ersten Halbzeit nicht großartig zu Chancen. Und Leverkusen versucht, sich langsam aber sicher jede Chance zu erarbeiten.
Und in der 28. Minute ist es dann auch schon das 2:0. Frimpong über die Außen mit dem Ball zurück auf Palacios und der kann aus der Distanz abziehen. Man muss jedoch sagen, der ist doch haltbar. Kurze Zeit nach dem 2:0 in der 30. Minute hat Florian Wirtz dann die Chance, bereits alles klar zu machen mit dem 3:0. Nach einem kurzen Solo schießt er ab, schießt jedoch daneben. Das bedeutet, die dritte Chance geht dann jetzt auch mal nicht rein. In der 39. Minute macht Bayer Leverkusen dann das vermeintliche 3:0. Nach einem schönen Doppelpass von Boniface und Adli macht eben jener das 3:0. Jedoch geht die Fahne nach oben. Abseits, das wird auch vom Videobeweis bestätigt. Das 3:0 wird damit wieder annulliert. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann der große Schockmoment für alle Leverkusener. Nach einem Treffer am Sprunggelenk von Florian Wirtz muss dieser mit Schmerzen den Platz verlassen. Es gibt jetzt noch keine endgültige Bestätigung zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist wohl nicht super schlimm, aber es könnte sein, dass er mehrere Wochen aushält und hier natürlich auch gute Besserung und dass er möglichst schnell wiederkommt. Und somit steht es zur Halbzeit dann 2:0 für Bayer Leverkusen. Konzentriert, sicher gespielt, nie wirklich etwas zugelassen, ganz abgeklärt gemacht. Das kann hier eigentlich nur einen Sieger geben und das ist Bayer Leverkusen. Und auch zu Beginn der zweiten Halbzeit versucht Paderborn wieder mitzuspielen und versucht eigene Akzente nach vorne zu setzen, wird jedoch dann komplett überrascht und komplett überrumpelt. Boniface mit dem Pass auf Hofmann, der kann den Keeper überspielen, 3:0, aber auch das wird wieder zurückgenommen. Das war zwar ein absoluter Kraftakt unter anderem von Hofmann und ein wirklich schönes Tor, jedoch auch hier wieder abseits. Erneut der VAR, der das Ganze bestätigt. Wieder kein Tor für Bayer Leverkusen, weiterhin 2:0. Die kommenden Minuten laufen eigentlich relativ gleich ab. Leverkusen hat natürlich mehr Ballbesitz, kommt immer wieder gefährlicher nach vorne, spielt jedoch das Ganze nicht konsequent nach vorne aus. Das bedeutet, es sind immer wieder kleine Fehler, die größere Chancen dann vermeiden, wodurch man nicht effektiv auch mal zum 3:0 kommen kann. Also man hat in der Theorie die Möglichkeit, jedoch spielt man den letzten Ball häufig nicht komplett konsequent aus, weswegen da das 3:0 einfach nicht fallen möchte. Und daraus, dass dieser letzte Ball dann häufiger nicht ankommt, macht Leverkusen auch einen kompletten Verwaltungsmodus dann und man spielt das ganze Spiel hier einfach nur relativ entspannt runter und man versucht möglichst viele Kräfte am Ende zu sparen. Paderborn gibt sich nicht auf und es gelingt tatsächlich der Anschlusstreffer. Nach einem missglückten Befreiungsschlag von Tah landet der Ball bei Kinzombi, der spielt weiter auf Klaas, der zieht ab, 2:1. Und jetzt hier noch 7 Minuten plus Nachspielzeit, kann Paderborn hier vielleicht echt noch den Ausgleich machen? Doch Leverkusen wäre keine Spitzenmannschaft, wenn man nicht darauf ganz eiskalt reagieren könnte. Xhaka auf die Außen, auf Frimpong, der spielt den Ball in die Mitte. Patrick Schick 3:1, der kam für Boniface und das Ding ist wirklich jetzt gelaufen.
Kurz darauf hat Leverkusen sogar noch die Chance auf das 4-1, der Ball geht jedoch knapp daneben und dann plötzlich in der Nachspielzeit in der 90. plus 4. Minute gelingt Paderborn das vermeintliche 3-2 und jetzt hat man vielleicht noch eine Minute Zeit hier irgendwie noch den Ausgleich zu machen, jedoch natürlich, es ist mal wieder abseits, das Tor zählt auch diesmal nicht. Das war aber auch die letzte Aktion der Partie, das Spiel endet 3-1, ein richtig gutes Spiel, Leverkusen komplett das Spiel verwaltet. Paderborn hat versucht, nach vorne etwas zu machen, jedoch ist Leverkusen doch eine Nummer zu groß. Die Fans von Paderborn haben auch hier ein richtig gutes Gespür für die Mannschaft gehabt, denn als diese in die Kurve kamen, wurden diese gefeiert, bejubelt, keinerlei Pfiffe. Paderborner Fans, Respekt vor der gesamten Leistung, 90 Minuten Dauersupport, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und bei den Leverkusen-Fans war natürlich genauso richtig gute Stimmung. Viertelfinale, und wenn wir jetzt sehen, wer noch im Viertelfinale ist, dann hat man eine richtig gute Chance, dort eventuell den ganz großen Titel zu holen. Jetzt schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, hast du das Spiel gesehen? Wie fandest du beide Mannschaften und was sagst du, wer wird den DFB-Pokal holen? Ich bin gespannt, da unten lass uns diskutieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, mach's gut, ciao.